Das Lebensgefühl, das dieses Kantional zum Ausdruck bringt, ist düster. Das lyrische Subjekt wirkt deprimiert und pessimistisch gestimmt. Die Zeit wird als gesetzte Frist erlebt. Im Abschied von dieser Welt liegt gar nichts Tröstliches. Nicht erlösen, sondern auflösen soll mich der Herr. Von der lebensbejahenden und freudigen Diesseitigkeit, wie sie uns von der strahlenden Renaissancezeit herüberkommt, ist nichts zu hören. Weder im Wort noch im Klang. Obgleich diese Musik zu dieser Zeit gehört. Ja, das ist ja immer, also jetzt unabhängig von Krise und Corona und so weiter, ist es ja immer ein bisschen strange, Weihnachts-CDs aufzunehmen, weil man die ja meistens zu einer Zeit aufnimmt, die so gar nicht weihnachtlich ist. Ja, das ist sehr besonders, im Sommer sich auf Weihnachten einzustellen. Jetzt blüht alles und die Vögel singen, man muss sich umstellen. Aber wenn man diesen Kirchenraum betritt und dann mit den Kollegen auch diese vertrauten Texte und Choräle singt, dann ist man ganz schnell drin. Ich war total beglückt und auch deswegen, weil man natürlich auf sich so zurückgeworfen war und mit sich alleine war und eben nicht musizieren konnte. Und man sich dann die Sinnfrage stellt, was hat man da überhaupt für einen Beruf? Wir werden das Ganze ergänzen mit zeitgemäßen philosophischen Texten, weil unser Thema eigentlich sein soll, Musik in der Krise. Wie war vielleicht auch schon damals zu der Zeit, wo die Choräle entstanden sind, Musik ein Trostspender oder ein Gedankenanstoß, über eine gewisse Krisensituation hinwegzukommen? Das genügt ja oft, dass man eben einen lange bekannten Weihnachtsliedtext nicht mehr so hört, wie man ihn hören will. Oder dass man auch merkt, es geht gar nicht um Weihnachten, es geht gar nicht um den Stall in Bethlehem und sowas, sondern es geht um eine Erneuerung der Weltsicht oder um einen Optimismus oder auch eine Überwindung von als elend empfundenen Zuständen. Und das war jetzt tatsächlich die einmalige Chance, aus einer Krisensituation vielleicht etwas zu machen, wo wir im Alltag nicht zugekommen wären. Der Erlös ihrer Weihnachts-CD geht übrigens zum einem großen Teil an den Musikerhilfsfonds, den das Heidelberger Klangforum zusammen mit seinem Förderverein gegründet hat. Denn die meisten Musikerinnen und Musiker, mit denen das Ensemble zusammenarbeitet, sind freiberuflich und leiden momentan extrem unter der Situation. Mit dem Kauf der CD unterstützt man dann also auch eine gute Sache.